Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Da hinten haben wir ein paar Rehe und sind immer noch hier bei der alten Bastion, wenn ich richtig liege, wo wir die Wolfsschulenausrüstung, die letzten Stücke besorgt haben. Und jetzt wollen wir erstmal mit Krach sprechen, um ihn vielleicht anwerben zu können für unsere Miss. Sprich mit Krach? Ach so, er führt mich zu dem Wegweiser da. Ich denke, um ehrlich zu sein, es wird auch das Einfachste sein, als wenn wir jetzt hier überall hinreiten. Nehme ich mal hier verfallener Wachturm, genau da sind wir. Und ich möchte natürlich auch nicht nach Kaer Morhen, ich möchte nach Skellige mit Krach reden. Hier hinten ist der, eieiei. Okay. Der Fluch? Dann gehen wir mal zu dem Druidenlager. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Und reiten dann weiter zu Krach. Sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, mit der F5-Taste kannst du die Schnellspeicherfunktion nutzen. Ja, das ist ja toll, ne? So. Brauchen wir aber gar nicht. So, hier haben wir das Druidenlager auf alle Fälle. Was uns auch noch relativ wenig bringt. Plötze. Da hinten ist Plötze. Plötze, komm her. Komm her. Nee, falscher Reiter. Der will nicht mit dir reiten. Ich will mit dir reiten. Komm. So. Auf geht's. Dann reiten wir jetzt mal weiter. Zu Krach. Der müsste ja irgendwo in der Nähe sein. Oh, 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 oh. Da ist ein mir zu starkes Monster. Entragidenthrone. Ach du meine Güte, was lungert denn hier alles rum? Ich lasse plötzlich mal einfach dem Weg folgen. Ich glaube, das müsste das Einfachste sein. So. Da haben wir wieder ein Reh-Kitz oder ein Reh. Und dann reiten wir mal. Was? Oh. Was haben wir denn hier alles? Ist ein Dorf, haben wir hier. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Nee, kann nicht sein. Da ist nämlich noch das Ding voll. Ich steige hier mal ab. Anschlagbrett, eine neue Markierung. Und ich nehme natürlich hier dann erstmal alle mit. Ohne jetzt schon mal durchzulesen. Kann ich später noch machen. Ganz viele nicht erkundete Orte und alles. Vermisste Bergleute. Ja. So viele Nebenmissionen hier. So, ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht mal der richtige Ort. Aber Hauptsache, ich habe hier schon mal. Ich hätte ein Angebot für dich. Los auf. Ich spreche mal kurz mit ihm. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. Wozu brauchst du mich? So. Und wozu braucht der berühmte Djenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Hab ich noch nicht von gehört. Du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, dann wünsche ich ihm erstmal die traurige Geschichte der Großbartbrüder, okay? Eine traurige Geschichte, das ist natürlich schon wieder interessant, aber trotzdem gehe ich dieser Quest jetzt noch nicht nach. Also, ich will ja so viele Quests wie möglich machen, auch wenn ich die Hauptstory oder die DLCs dann schon durch habe, aber das mache ich dann wirklich ganz zum Schluss, bevor ich jetzt hier schon mit so Kleinigkeiten anfange, hätte ich beinahe gesagt, möchte ich gerne erstmal die Hauptstory fertig machen. Man kann ja nebenbei vielleicht mal so ein, zwei Quests machen oder drei, vier, aber sonst kommt man hier gar nicht voran in diesem Spiel. Das ist viel zu riesig ansonsten. So, ich reite auch einfach mal querfeldein. Okay, hier könnte es schwer werden mit querfeldein. Einfach mal wieder den Weg entlang reiten lassen. Eieiei.
Wo ist denn der Typ, der kracht, du? Was macht der da oben vor allem? Was ist bei euch kaputt hier? Kann man euch helfen? Wo schießen die hin? Hä? Die Pfeile schlagen hier ein, oder? Sind das einfach bloß Jäger, die... Rehenjäger. Ich kenne dich nicht. Will ich nicht. Ja, okay. Die haben anscheinend wirklich bloß einfach ein Reh gejagt. Okay. Ich dachte, die haben hier irgendein cooles Ereignis oder so. Dann nicht. Sprich mit Krach. Krach liegt jetzt schon westlich von uns. Das gibt's ja gar nicht. Ronje. Langsamer. Neue Markierung wieder. So viele kleine Dörfer gibt's hier auch, Mensch. So. Hier ist hier irgendwo noch Schnellreisepunkt. Anscheinend nicht. Schade. Achso, hier ist Wasser. Oh ja, hier. Das ist nicht sowas für Plötze. Dann reite ich hier einfach mal drum rum. Ist der da oben drauf oder was? Nee. Doch, anscheinend. Oh Gott. Weiß ich gar nicht, wie ich da... Ich glaube, ich muss dem Weg folgen, weil da komme ich ansonsten nicht hoch. So. Dann folge mal dem Weg, Plötze. Ja, weil die Plötze ist doch eben schon den Weg gefallen. Ja. Warum? Ich hoffe, es sind nicht alle so extrem abgelegen wie Krach jetzt in diesem Fall. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen. Der Weg führt mich doch genau davon weg. Ich reite jetzt einfach hier hoch und gut ist. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass ich so weit wegreiten muss hier wieder. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob ich wirklich hier hoch muss. Das ist bloß so ein zentraler Punkt, hätte ich beinahe gesagt, wo ich so denke, okay, das könnte vielleicht sein, dass er da oben ist. Aber... Es würde mich halt wundern, weil ich wüsste halt nicht, was der da oben drauf macht. Kann nur sein, dass ich jetzt die andere Seite wieder runterreiten muss. Oh. Plötze. Ganz ruhig. Nicht abrutschen, Plötze. Ganz ruhig. Komm schon, Plötze. Komm schon. Okay. Ich laufe weiter, wenn ich denn weiterlaufen kann. Ich glaube, das ist ein Nein. Komm schon, bitte, bitte, Gerald, bitte. Ja, ich komme hier hoch. Da oben fliegt schon irgendwas. Ja. Also, ich gehe ja schon in den Kampfmodus anscheinend. Rutschparty, yay! Guck mal, da sind Steinböcke. Ich guck mal ganz kurz auf die Map. Jawohl. Das ist, also das hier ist das Gebirge, wo ich gerade versuche raufzugehen, aber... Hä? Warum muss ich denn jetzt da hin? Warum kann ich... Warum bin ich denn nicht einfach nach da schnell gereist? Ich bin so ein Idiot, ne? Oh Mann, ey. Hä? Ich hatte doch geguckt und da war doch kein Schnellreisepunkt. Ach, scheiße, ey. Wow, sogar Plötze kann rutschen? Ah, ne, sieht bloß so aus. So. Dann gehe ich mal nach Rongne oder Rocken oder... ist ja auch egal. Hier zu dem kleinen Ort da nochmal, zu dem Schnellreisepunkt. Und reise da einfach mal schnell hin. Kann ja nicht sein hier. Schon wieder fast eine halbe Folge damit verbracht, da überhaupt hinzureiten. So, hier ist das Örtchen. Nee, das ist nicht der Ort, ne? Ach Mann, wo ist denn jetzt dieser blöde Schnellreisepunkt? Ich hätte mir einen Marker setzen sollen. Wo bin ich denn jetzt wieder? Hä? Ich war jetzt, wo war ich denn jetzt? War ich nicht eben noch da? Ich war doch eben noch hier. Ist für mich jetzt komplett... Okay, ich reite jetzt einfach dahin, so. Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich den Marker wieder entfernt, oder was? Moment. So. Da einen Marker hinsetzen, so. Ich reite jetzt zu diesem Marker, okay. Plötze, falscher Weg. Du reitest zu dem Marker, Plötze. Kannst du keine Karten lesen, oder was? Okay. Was ist jetzt hier kaputt? Versuch's gar nicht erst. Au, der hat mich jetzt erwischt. Komm, du hast doch keine Chance. Gib auf.
Ich hau dich jetzt noch so oft. Zack. Und. Oh. Beide Beine ab, würde ich mal sagen. So. Diebestagebuch. Das lesen wir doch mal ganz kurz. Reinhold, du magst fett sein wie eine Robbe vor dem Winter und aus dem Maul stinken wie eine Jauchegrube, aber dein Kopf ist brillant. Einen Lehmabdruck von dem Schlüssel anzufertigen, wie clever. Ich kann nicht fassen, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Ich schlich mich nach Einbruch der Dunkelheit in die Schmiede. Kilui lag genau dort, wo du sagtest. Ein Öltuch entwickelt, bla bla bla, jetzt müssen wir Schwert verkaufen. Einfach wird das nicht, wert schon so viel Geld. Und wer will schon Krach erzürnen? Oh. Zum Glück kennt mein Bruder einen Kaufmann namens Gimre, der immer Abnehmer für solche Gebrauchtware findet. Sie werden sich im alten Fort bei Führer treffen. Vielleicht schließen sie einen Handel mit Lugos. Er hat ja Gold wie Heu und kein bisschen Angst vor Kreid. Sei es gegrüßt, du Ziegenbock. So, Edelsteine am Heft. Dann muss ich mal gucken, dann muss ja hier irgendwo das Schwert liegen. Velena-Axt. Axtkämpferstiefel, bla bla bla. Nichts Besonderes. Da muss ja hier irgendwo jetzt dieses Schwert noch liegen, oder? Oder habe ich das eben schon aufgenommen? Ja, ist ja gut. Nicht immer anzünden hier. Ich will da das haben. Schweinehaut. Alchemistenpulver. Gehärtetes Leder. Habe ich das Schwert jetzt schon aufgenommen, oder? Ich guck mal ganz kurz. I. Langschwert von Skellige. Entermesser? Nee. Ja, wird da schon, wenn ich der Quest danach gehen sollte, werden da schon irgendwie noch genauere Informationen sein. Ne? Ich steige jetzt erstmal wieder auf Plötze und gehe meiner Hauptquest hier erstmal nach und spreche mit Krach, bevor ich ihn jetzt hier mit irgendeinem Schwert weiter erzürne oder so. Ist das hier? Ist ja auch wurscht. Einfach weiter. Einfach weiter. Ich kann ja nicht hier für jede Kleinigkeit jetzt anhalten hier. Dann kommen wir nie voran. Und Ciri ist vielleicht noch... Kommt auf die doofe Idee, ohne uns die Nebelinseln zu verlassen. Und dann wird sie verfolgt und... Nee, wir müssen wirklich uns beeilen jetzt hier, ne? Sonst läuft das wahrscheinlich noch alles aus dem Ruder und das wollen wir alle nicht, ne? Ach, Plötze, tu nicht so. Du kommst da hoch. Los, Plötze. Plötze... Ach man, immer muss ich alleine laufen. Plötzlich, nein, das gibt es doch nicht. Wie kann denn das sein, dass ich nie mal so einen blöden Hügel hochkomme? Bitte, bitte, Geralt, nicht abrutschen. Ich weiß, es wird sehr steil hier. Nicht, Geralt! Oh, okay, ich versuch's hier noch einmal. Einmal hier, aber wenn das nicht klappt, dann muss ich halt rumreiten. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow! Ankret Schildmalt. Der Jungfrau, Mutter und Muhme. Was verlangst du? Warum sie steht hier einfach? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt hier auf einmal einfach so eine Schildmalt steht. Okay. Ich trinke mal noch einen Schluck. Okay, ich glaube, ich muss was essen. So. Genau. Ich wollte den Effekt nämlich wieder auffüllen. So. Hier. Schnellreisepunkt. Und jetzt ab zu Krach. Gibt's ja wohl nicht. Die finsteren Winkel der Hexerwelt lassen sich mit einer Fackel erleuchten. Der Trankatze ist ebenfalls nützlich, da man damit auch in absoluter Finsternis sehen kann. Ah ja, hier wohnt Krach, stimmt. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, hier rechts habe ich damals meine Katzenschulenausrüstung schmieden lassen. Ein echt toller Schmied, kann ich nur empfehlen. Ich hab dich im Blick. So. Krach, mein Junge, wo bist denn du? Anscheinend nicht hier. Da muss ich lang wahrscheinlich. Ja. Da ist er. Toll, dieses Schwert. Krach! Ich muss mit dir reden. Ich will reden. Ja, das war jetzt prompt. Auf den Punkt gekommen. Gibt es was Neues von Hirma? Was Neues von Chalma? Läuft sein Abenteuer nach Plan? Ah, überlegst du es dir doch noch? Wie? Wenn du zu ihm stoßen willst. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht sollte ich nach Undweg fahren. Frage Neuhafen. Da findest du Überlebende des Clans Tordaroch. Den Riesen wollten sie nicht jagen, aber sie sind bereit zu reden. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil wenn wir seinen Sohn helfen würden, und der dann auch zurückkommt, dann würde er uns vielleicht auch noch helfen.
Wo ist Ziereis nochmal hingesegelt? Entschuldige, wie war das noch? Wo ist Ceres hin? Nach Spikerung. Hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie Udalric helfen muss. Wie denn? Das frage ich mich auch. Er ist ein tapferer Mann. Manche behaupten auch aufbrausend und hastig, aber... Wenn Ceres Ruhm will, wäre sie besser mit Hjalmar gesegelt. Aber so, wer weiß, was sie für Hirngespinste hat. Hm, okay. Also sind jetzt drei Kinder von ihm nicht zu Hause. Die müssen wir 100 pro alle holen was vorher. Was gibt es Neues aufs Gellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Mhm. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Nee. Wir können sie nur in Kaer hin bekämpfen. Du hast Nilfgaard erwähnt. Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Aber keine Sorge. Wir werden die Schwarzen und die wilde Jagd vertreiben. Zwei Fliegen mit einer skellige Axt. Ciri so wird uns auch ausdrücken. Toll ist sicher sein. Nee, Kaer Morhen. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Wunderschöne Handwerkskunst. Ein Schwert. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Ich habe meine Katzenausrüstung. Ich weiß nicht, ob die Winterklinge damit funktioniert. Pass auf, ich kann sie nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Lass mich wenigstens das für dich tun. Wenn du darauf bestehst. Es war eh klar, dass ich sie so oder so bekomme. Also, so ist nicht, ne? Aber das ist nicht die echte jetzt, ne? Oder? Doch? Weil. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Okay. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Ich danke ihm natürlich. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, was ist denn das für eine Mission jetzt eben mit der anderen Klinge irgendwie? So, ich habe jetzt die Winterklinge. Ist klar. Die macht halt einfach wesentlich weniger Schaden als meine Katzenklinge. 55 kritischer Trefferbonus. Ja, das ist halt schon heftig, ne? Chance auf einfrierende kritische Trefferbonus. Ändert aber leider nichts daran, dass der Schaden einfach unglaublich viel weniger ist. Wobei, dafür stabiler, also. Guck mal, bis 198 allerdings auch, kann auch nur 162 geben. Das hier halt nicht so hoch. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich. Hexerrüstung 0 von 6. Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten.
Das wäre halt, das ist halt der Vorteil bei den Katzen, bei der Rüstung dann, ne? Ich könnte sie halt auf Großmeisterstufe verbessern. Ich würde sagen, ich behalte wirklich das Katzenstahlschwert erstmal. So. Um ehrlich zu sein, so, sprich mit, also ich muss jetzt mit Moisek sprechen und so. Wenn ich seinen Kindern helfe, 100% seine Kinder würden mir helfen. Glaube ich. Aber ich mache erstmal weiter, wie Fest spricht und spreche mit Moisek. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal wieder raus und schau mal, was sich hier noch machen lässt. Ja, ist ja gut, Hundi. So. Ich glaube, ich brauchte... Warte mal. Apropos Großmeister, ne? Apropos Großmeister. Ich gehe mal kurz auf die Quests. Nee, Schatz suchen. Schema, Greifenschulen. Ach, Quatsch, es gibt noch eine Greifenschulen-Ausrüstung. Vor allen Dingen empfohlene Stufe 11, die ist 100% noch schlechter als die Katzenschulen-Ausrüstung. Oder wahrscheinlich noch die Wolfschulen-Ausrüstung, weil die ist ja schon leider schlechter als der andere. Temerischer Schatz für den Zugelangemeinde mit Hilfe deiner Hexensinne. Ja, gut. Das ist bloß die Verbesserung hier. Fehlschlag, guck mal, da haben wir auch schon einige jetzt, ne? Ah ja, der letzte Wunsch. Oh Gott, triff Yennefer in Larvik. Oh nein. Bevor Geralt und Yennefer nach ihrem Abenteuer in Freyas Garten wieder getrennte Wege gingen, bat die Zauberin Geralt um ein Treffen in Larvik. Sie machte ihm deutlich, dass sie sich um persönliche Angelegenheiten... Nein! Nein, 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 nein! Ich habe Yennefers Treffen nicht mitgemacht. Nein! Yennefer hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihr die Gelegenheit wichtig war. Und Geralt ließ keinen Zweifel daran, dass er nicht daran dachte, schon wieder ihren Laufburschen zu spielen. Er ließ ihn skellige und kümmerte sich wieder um seine eigenen Angelegenheiten. Scheiße. Oh, das ist hart. Das tut mir echt leid. Also ich glaube, mit Yennefer sind wir nicht so gut gestimmt tatsächlich. Was ist das im Kampf gefallen? Ja gut, das ist nicht so schlimm. Auf dem Sterbebett, Portion Schwalbe ist das Erste. Die Banden von Novigrad, sprich mit Hacker auch okay auf der Fährte. Sprich mit dem Aufseher. Ach, Hayemine. Ich habe doch aber... Ach, die gesamte... Achso, das ist Blood and Wine. Ich suche jetzt, guck mal, schwarze Perle. Triff eine eingeschützte Brücke nördlich von Arinbjord. Wer den Tod nahen fühlt und versucht, alle hoffenden Dinge zu erledigen, ja, könnte man halt auch noch machen und alles, ne? Ich suche jetzt aber, um ehrlich zu sein, ich glaube, wir mussten ja für den einen Schmied noch so ein Dings holen, ne? Bastion, erkundige... alte Bastionen per Mord mit Hilfe deiner Hexe beseitigen die Erscheinung alten Bastionen. Was ist, warum? Warum? Hm. Das ist alles nicht so unbedingt das. Okay, ist egal. Wir machen einfach mal weiter. Beziehungsweise wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe soweit erstmal, wie das hat euch gefallen. Und dann erstmal bis dahin. Ciao.